Ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wichtig, um möglichst effektiv eine Liste, sagen wir mal angenommen von 1000 Firmen, abzuarbeiten oder durchzuarbeiten, muss ich über die Titel im Klaren sein. Ja, welche suche ich auf LinkedIn? Welche sind vielleicht ein bisschen versteckter? Welche sind vielleicht gar nicht auf LinkedIn irgendwie erhältlich? Ich muss sie quasi erfragen. Ich muss sie quasi, sagen wir mal, über Weiterreichung, ne? Also man fragt eine Person, die vielleicht leicht kommunizierbar ist. Ja, das ist auch so eine Taktik, eine von Dutzenden von Taktiken, die wir nutzen, dass wir zum Beispiel sagen, es gibt irgendwo versteckt, ja, ich kann es nirgendwo auf LinkedIn finden, mir sagt auch nicht, da gilt die DSGVO-Regel oder irgendwas, ja, oder einfach irgendwelche Regeln intern, DSGVO-Taler, jede Firma hat seine eigenen Regeln, ja, nur mal so nebenbei. Keiner würde mir jetzt direkt irgendwas sagen können. Ja? Also das heißt, ich gehe an eine Person, die vielleicht am leichtesten accessible ist und die erzählt mir dann ein Stück Informationen. Ja? Die verweist mich dann an die nächste Person. Diese Person, die spricht mit mir, weil mich ja eine andere Person auf sie verwiesen hat, die gibt mir dann ein bisschen mehr Informationen und so weiter und so weiter. Und irgendwann komme ich dann letztendlich an den Head of Sales Excellence oder irgendwie sonst was. Dann diese Verantwortungsbereiche, die können ständig sich ändern, ohne dass man es äußerlich irgendwie sieht. Ja, das ist quasi intern einfach nur, du machst jetzt das und das. Ja, ständiger Strukturwandel, also kann sich auch teilweise sehr dynamisch, sehr häufig verändern. Dann Rolle, Titel, ja, Leute verlassen das Unternehmen, Leute wechseln die Position innerhalb des Unternehmens, Leute verändern ihren Verantwortungsbereich, ohne dass sie ihre Position verändern innerhalb des Unternehmens. Ja, also all diese Kombinationen gibt es und all diese Kombinationen muss man im Auge behalten und wissen, ja, wie man damit eben umgeht, um immer wieder quasi mit der richtigen Person zu sprechen und nicht irgendwie seine Zeit zu vergeuden. Dann saisonelle Bedingungen, ja, je nach Branche gibt es verschiedene Timeframes, Timeslots. Die können ein Vierteljahr lang sein, wo man einfach dort einfach besser nicht anruft. Dort verschwendet man nur seine Zeit und dadurch wieder ein Stück weit effektiver wird, wieder einen Haufen Effektivität dadurch erzeugt, insgesamt einfach produktiver und performanceorientiert eben arbeitet. Dann gibt es hier noch sowas wie, was haben wir hier noch, quasi Jahresgeschäftsende. Ja, wann ist zum Beispiel das Jahresende? Ja, wenn du natürlich eine Liste hast von 1000 Firmen und du weißt bei einigen Firmen, naja, die haben ihr Jahresende im Dezember oder im April, ja, oder im Mai vielleicht, ja, so wie in amerikanischen teilweise, dann ist es eben nochmal ein Unterschied, weil die dann eben in dem Zeitraum zum Beispiel ihre Budgets schnüren, ja, ihre Projekte planen fürs nächste Jahr und so weiter. Das ist auch nochmal wichtiger Information und so weiter. Ja, was habe ich hier noch alles stehen, was ich noch erzählen? Zum Beispiel, wie ist zum Beispiel die IT-Affinität? Aber da muss ich jetzt nochmal extra die Tafel putzen.